Das Zusammenspiel von Dopamin und Testosteron. Eine Studie aus dem Jahr 2003 im Journal of Neuroscience berichtete, dass Testosteron die Freisetzung von Dopamin im Gehirn erhöhen kann. Die Forscher verwendeten eine Methode namens Mikrodialyse, um die Dopaminfreisetzung im Gehirn von Ratten zu messen, die mit Testosteron behandelt wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass Testosteron die Dopaminfreisetzung im Nucleus accumbens, einem Bereich des Gehirns, der mit Belohnung und Motivation in Verbindung gebracht wird, signifikant erhöhte. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2014 im Journal of Sexualmedizin untersuchte den Zusammenhang zwischen Dopamin und Testosteron bei Männern mit erektiler Dysfunktion. Die Forscher fanden heraus, dass ein Anstieg des Testosteronspiegels im Körper durch eine Behandlung mit Testosteroninjektionen die Dopaminfreisetzung im Gehirn erhöhte und die sexuelle Funktion verbesserte. Eine Studie aus dem Jahr 2007 im Journal of Clinical Endocrinology und Metabolism untersuchte den Zusammenhang zwischen Dopamin und Testosteron bei Männern mit Hypogonadismus, einem Zustand, bei dem der Körper zu wenig Testosteron produziert. Die Forscher fanden heraus, dass eine Behandlung mit Testosteron das Dopaminsystem im Gehirn beeinflusste und die Stimmung verbesserte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.